Die erkennungsdienstliche Behandlung ist für alle Personen ab Vollendung des sechsten Lebensjahres notwendig. Und dort werden die biografischen und biometrischen Daten erfasst. Zu den biografischen Daten gehören halt die Person, die Name, Vorname, Geburtsdatum und die biometrischen, die Fingerabdrücke und das Lichtbild. Das wird mit vorhandenen Datenbanken abgeglichen und geprüft, ob sie bereits registriert sind. Sollte das nicht der Fall sein, werden Ihre Daten in diesen Datenbanken des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge registriert. Im Anschluss erhalten Sie eine Fiktionsbescheinigung und die biometrischen Daten für den Aufenthaltstitel werden aufgenommen, sodass Sie im Endeffekt einen Aufenthaltstitel nach § 24 Aufenthaltsgesetz erhalten können. Der Prozess der ED-Behandlung dauert ca. 30 Minuten pro Person und wir machen das ausschließlich nach Terminvereinbarungen. Sollten Sie noch keinen Termin haben, haben Sie nunmehr die Möglichkeit, über eine Online-Registrierung direkt einen Termin mit der Ausländerbehörde zu vereinbaren.